Hallo und herzlich willkommen bei dem Monatshoroskop für den September in 2022 für den Aszendenten Fische. Wenn du deinen Aszendenten noch nicht kennst, klick bitte unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link, um zu erfahren, wie du ihn dir selbst berechnen kannst. Wir beginnen in diesem Monat mit deinen Inspirationen. Diese werden durch die Sonne dargestellt. Die Sonne ist bis zum 23. September im siebten Haus. Und so kannst du inspiriert sein zu reisen, um dich vielleicht selbstständig zu machen oder wenn es auch um einen Öffentlichkeitsauftritt geht, dass du auch irgendwie im Außen oder in Verbindung mit anderen Menschen mehr Verantwortung oder vielleicht sogar Führung übernimmst. Die Sonne ist die letzte Woche im September im achten Haus. Das ist das Haus der Schwäche. Und da steht sie auch im Zeichen Waage. Das tut ja auch nicht gut der Sonne. Also zum einen kann es auch Umbrüche in Verbindung mit deinem Status oder mit deiner Tätigkeit geben. Es kann Vitalitätsmangel anzeigen. Und wenn du Inspirationen hast, dann vielleicht eher in Verbindung mit deinen Schwächen oder dass du motiviert bist, nach der Wahrheit hinter den Dingen zu suchen. Das achte Haus ist ein Haus, wo du gut forschen kannst, wo du den Dingen auf den Grund gehen kannst. Wir haben die Venus als Planeten der Liebe, der Hingabe, der Freude, die ersten 5 Tage im sechsten Haus. Das kann Verzögerungen in der Beziehung anzeigen, wenn du vergeben bist. In der Partnerschaft hier zeigen sich bestimmte Hürden, die gelöst werden wollen. Und am 6. September geht die Venus ins siebte Haus. Das ist das Haus der Beziehung. Partnerschaft wird jetzt ganz, ganz wichtig für dich. Wenn du vergeben bist, dann könnt ihr jetzt liebevoller, achtsamer, besser miteinander umgehen. Ihr könnt euch auch schöne Dinge gönnen oder vielleicht sogar gemeinsam verreisen. Wenn du nicht in einer Beziehung bist, und du bist ein Mann, die Venus zeigt nämlich die Partnerin oder die Frau an bei einem Mann und sie durchläuft das Beziehungshaus, dann kann es auch ein Kennenlernen möglich machen, sofern dein individuelles Horoskop das auch noch hergeben würde. Ansonsten die Venus und das siebte Haus stehen beide für das Reisen, also auch eine gute Zeit, um zu verreisen. Die Venus im Zeichen Jungfrau fühlt sie sich jetzt nicht so wohl. Das Zeichen Jungfrau steht für die Arbeit, für die Pflichten. Und so kann es dir in dieser Zeit schwerer fallen, dich auch genügend zu erholen, dich genügend auszuruhen, weil du dann doch lieber dem Pflichtprogramm nachgehst, als wie dir Gutes zu tun. Der Merkur steht für das, was du wissen möchtest, für deine Neugierde, für das, was dich interessiert. Du möchtest dich mit dem Merkur austauschen, mit anderen kommunizieren. Du möchtest Dinge managen. Du möchtest etwas planen, etwas erforschen. Und der Merkur ist bis zum 23. September im achten Haus. Das ist eine sehr gute Zeit, um zu forschen. Das ist eine sehr gute Zeit, um dich mit Hintergrundinformationen zu beschäftigen. Das ist eine gute Zeit, um dich mit Psychologie, mit Astrologie, Numerologie, was auch immer dich interessiert, auseinanderzusetzen. Es ist eine gute Zeit, um dich mit deinen eigenen Schwächen zu beschäftigen. Oder du kannst auch einen Plan machen, sofern du noch mit Süchten zu kämpfen hast, wie du die nach und nach überwinden möchtest. Es ist keine gute Zeit, um zu investieren oder zu spekulieren, wenn der Merkur im Haus der Schwäche steht. Und es kann auch Krisen geben in Verbindung mit Freunden oder auch in Verbindung mit, ja, mütterlichen Verwandten, die der Merkur ebenso anzeigt. Der Merkur wird rückläufig am 11. September. Da lautet die Empfehlung, wenn du reisen möchtest, das zu tun, bevor er rückläufig wird, also bis zum 10. September dann eher. Und aufgrund seiner Rückläufigkeit ist er auch die letzte Woche im Monat im siebten Haus. Dort geht es ihm gut in seinem eigenen Zeichen. Und wenn du selbstständig bist, dann kannst du jetzt Marketing machen, kannst du dich präsent machen, kannst du dich vernetzen mit anderen in Geschäftspartnerschaften eintreten. Du kannst deine Talente stärker zum Ausdruck bringen.
Der Merkur regiert bei dir über das vierte Haus, das ist dein Zuhause. Und das siebte Haus steht für das Ausland, also auch Themen oder Investitionen in Immobilien im Ausland oder vielleicht interessierst du dich auch verstärkt für das Leben im Ausland, dann ist das die Zeit, wo du diesbezüglich Informationen sammeln kannst oder etwas planen kannst oder Investitionen vornehmen kannst. Das siebte Haus steht natürlich auch für die Partnerschaft. Auch eine Beziehung kann wichtiger werden und auch der Merkur im siebten Haus kann anzeigen, dass es möglich ist, jemanden kennenzulernen, sofern du noch nicht vergeben bist. Wir haben den Mars. Der Mars steht für deine Disziplin, für deine Willensstärke, für deinen Mut, für deine Fähigkeit, Probleme zu lösen, Hürden zu meistern, für deine Energie und deinen Fokus. Und der Mars befindet sich jetzt im vierten Haus. Und der Mars und das vierte Haus haben Gemeinsamkeiten. Beide stehen für das Zuhause. Du kannst in deinem Zuhause jetzt etwas reparieren, etwas renovieren. Dort, wo es Probleme gibt, die Probleme beheben. Immobilien, Zuhause spielen jetzt eine wichtige Rolle für dich. Du kannst dort deine Ziele fokussieren oder du kannst auch Geld dort investieren. Der Mars steht im Zeichen Zwillinge und das Zeichen Zwillinge ist offen in alle Richtungen. Es fällt ihm sehr, sehr schwer, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Und da macht es dann Sinn, wenn du merkst, hoppla, ich springe hier von einem Projekt zum nächsten, dass du dir ganz klar sagst, okay, als erstes werde ich jetzt dieses Thema hier lösen oder umsetzen oder erreichen. Und erst danach widme ich mich dem neuen Thema. Der Mars steht für Auseinandersetzungen. Diese können sich jetzt im Besonderen mit der Mutter, zeigen, dass es hier auch gewisse Konflikte gibt. Und der Mars regiert bei dir über das zweite Haus. Das ist das Haus der Einnahmen. Und so kannst du entweder über Immobilien Einnahmen generieren, zum Beispiel indem du etwas vermietest, oder du gehst einer Tätigkeit nach, die mit Immobilien zu tun hat, wodurch du deine Einnahmen generieren kannst, oder du arbeitest jetzt verstärkt von zu Hause aus. Der Jupiter steht für deinen Glauben, der Jupiter steht für das, was dich mit Sinn erfüllt, für Expansion, für Wachstum, für Ausdehnung, für Glück, für Erfüllung, für deine Werte und Ideale. Der Jupiter ist im zweiten Haus zu finden. Das ist natürlich sehr gut. Beim zweiten Haus geht es um deine äußere Sicherheit und Stabilität. Es geht um deine Einnahmen. Es geht um deine Verantwortungsbereiche. Und so kannst du jetzt Ziele verfolgen, indem du deine Einnahmen vermehrst, indem du dich besser um, ja, auch das Äußere kümmerst. Auch die äußere Sicherheit ist wichtig. Und Jupiter selbst steht ja auch für die Finanzen. Also kannst du hier ein Stück weit auf Expansionskurs sein. Du kannst aber auch Unterstützung von einem Partner dabei erhalten, wenn du eine Frau bist und in einer Beziehung bist, denn der Jupiter steht für den Partner. Des Weiteren regiert der Jupiter bei dir über das zehnte Haus. Und über das erste Haus, der Jupiter beschreibt dich als Person am zweitbesten und auch deinen Lebensweg. Das zehnte Haus steht für deinen Beruf. Das Thema Beruf in Verbindung mit deiner Lebensausrichtung, in Verbindung mit deinen Einnahmen, mit deinem Lebensunterhalt spielt jetzt eine wichtige Rolle für dich und du möchtest hier wachsen und dich ausdehnen. Der Jupiter ist den ganzen Monat über rückläufig, das heißt, die Themen, die er aktiviert, die er anzeigt, sind nicht wirklich etwas Neues. Entweder hast du früher schon mal damit zu tun gehabt oder etwas, was vorher schon angefangen hat, wird jetzt einfach weitergeführt. Der Saturn ist bei dir im zwölften Haus zu sehen. Der Saturn ist von dem her so ziemlich das Gegenteil vom Jupiter. Saturn steht für Reduktion, Konzentration auf das Wesentliche. Er steht für das Loslassen. Er steht für die Pflichten, für die Arbeit, für das, was wir tun müssen, auch wenn wir keine Erfüllung dadurch finden. Und hauptsächlich besteht das Leben ja aus Pflichten. Und der Saturn im zwölften Haus
bringt verstärkt das Thema Loslassen oder auch Vollenden mit sich. Wenn du jetzt Ziele hast, weil Saturn regiert bei dir über das 11. Haus, das sind deine größten, wichtigsten Ziele und Ambitionen. Und der Saturn steht im 12. Haus, dann ist das jetzt die Zeit, wo du dich mit Langfristzielen beschäftigen solltest oder auch mit Zielen, die mit der Rente oder dem Lebensabend zu tun haben. Das wird unterstützt bei dir. Saturn kann dir ebenfalls helfen, wenn es um deine spirituelle Entwicklung geht. Du hast dann mehr Ausdauer, mehr Durchhaltevermögen, dich damit auseinanderzusetzen. Es kann dir auch gut tun, wenn du dich mit spirituellen Menschen, mit spirituellen Gruppen und Gleichgesinnten umgibst. Und ein Stück weit wirst du dich auch mehr zurückziehen wollen. Das 12. Haus steht auch für Rückzug. Du brauchst auch Zeit für dich. Du möchtest dich auch mit dir selbst auseinandersetzen, mit deinen Zielen, schauen, was ist wirklich noch wichtig für dich. Und wenn du zum Beispiel wichtige Ziele, die früher von großer Bedeutung für dich waren, jetzt anschaust und feststellst, das hat an Bedeutung für mich verloren, dann lasse es gehen. Und das Gleiche gilt auch, wenn du noch Freunde hast oder dich mit Gruppen umgibst, die früher für dich wichtig waren, aber jetzt nicht mehr wichtig sind. Dann lasse los. Allein auch durch das Loslassen wird mehr Freiheit, wird mehr Luft, wird mehr Raum in deinem Leben entstehen. Der Saturn ist rückläufig, so wie der Jupiter auch. Das bedeutet, die Themen, die er mit sich bringt, die er anzeigt, sind auch nicht wirklich neu. Es ist hier Altes, was noch vollendet werden möchte, was noch nicht zu einem Abschluss gekommen ist. Wir haben den leuchtenden Vollmond im ersten Haus bei dir. Der Vollmond ist am 10. September. Er wirkt einen Tag davor und einen Tag danach. Und das ist eine gute Zeit, wo du wachsen kannst in Verbindung mit deiner Lebensausrichtung, wo du glücklich bist, weil du merkst, dass etwas Gutes auf deinem Pfad geschieht oder etwas macht dich glücklich in Verbindung mit deinem Körper oder deiner eigenen Entwicklung und deiner Persönlichkeit. Zum Schluss haben wir noch die Mondknoten Rahu und Ketu. Die begleiten dich schon eine ganze Weile im 3. und im 9. Haus und du wirst auch noch länger Gelegenheit haben, an ihren Themen zu arbeiten. Der Ketu im 9. Haus zeigt eine gute Zeit an, wenn es darum geht, dich mit Religion, Philosophie, Weisheit, mit deinem Glauben zu beschäftigen. Auf der anderen Seite möchte aber der Rahu im 3. Haus, dass du auch mit deinem Glauben experimentierst, dass du ein Stück weit ihn testest im Alltag und im Leben, um zu schauen, ob du auch wirklich etwas von deinem Glauben hast, ob er dir auch tatsächlich eine Hilfe ist. Denn was bringt dir ein schöner, theoretischer Glaubenskonstrukt, der dir aber in deinem Leben nicht wirklich eine Stütze ist. Wenn du schon einen Glauben hast, dann solltest du auch etwas davon haben. Und so möchte der Rahu im 3. Haus, dass du damit mehr experimentierst und dich ausprobierst, als wie einfach nur zu sagen oder daran festzuhalten, das ist das, was ich glaube und fertig und da kommt nichts hin. Also hier etwas lockerer werden, damit in die Anwendung gehen, damit dich ausprobieren und wenn du feststellst, hoppla, diese Glaubenssätze oder dieser Glaubensweg ist doch vielleicht gar nicht so das Richtige für mich, dann kannst du dich auch umschauen, ob du etwas findest, was besser zu dir passen sollte. Gut, dabei möchte ich es jetzt belassen für diesen Monat. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, alles, alles Gute. Mache das Beste aus diesem Monat im Rahmen deiner Möglichkeiten und bis bald oder bis zum nächsten Monat.